Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit Schiff24.de bringen wir dich auf den richtigen Kurs. Und damit willkommen hier in der Junior Suite auf der Arosa Silva. Ich bin gerade an Bord gekommen um 12 Uhr. Das ist schon das erste Stichwort, denn wenn ihr eine Suite bucht, könnt ihr schon ab 12 Uhr kommen. Ansonsten eben erst ab 14 Uhr bzw. Check-in. Das heißt, die Kabine ist dann ab 12 Uhr schon für euch verfügbar. Das ist jetzt hier die zweitbeste Kabinen- bzw. Suitenkategorie auf diesem Schiff. Und ja, die ist ziemlich groß, 21 Quadratmeter hat sie. Und fangen wir mal an hier mit dem Bett. Das sieht schon mal sehr schön aus. Jede Menge Kissen vorhanden. Dann auf der linken und rechten Seite jeweils einen Nachttisch mit zwei Schubladen. Und ich sehe auf der linken Seite zwei Steckdosen. Auf der rechten Seite ist keine. Dafür ist auf der rechten Seite dann die große Glasfront mit dem französischen Balkon. Das Ganze kann man hier auch öffnen. Also man kann halt nicht rausgehen, sondern nur rausgucken, deshalb ein französischer Balkon. Vielleicht kann die Kamera einmal kurz rausgucken. Es stehen halt keine Balkone über auf diesem Schiff. Das würde einfach aufgrund der Dimension hier auf dem Fluss dann nicht funktionieren. Aber wenn man das hier aufmacht, ist das auf jeden Fall sehr schön. Hier fällt gerade ein Zug vorbei, etwas laut. Mach ich mal wieder zu. Dann haben wir eben einen Schlaf- und einen Wohnbereich. Deshalb ist in der Mitte ein Fernseher. Den kann man jetzt hier auch drehen, also wenn man aus dem Bett Fernsehen gucken möchte oder eben die Karte, man kann hier halt immer auch sehen, wo man da gerade ist, kann man sich das eben einstellen, wie man das gerade möchte. Kommen wir rüber in den Wohnbereich, hier haben wir ein Dreiersofa. Das sieht auch soweit sehr bequem aus, hier kann man dann auch mal ganz gut sitzen und die Landschaft genießen. Wir haben dann hier nochmal einen kleinen Tisch mit zwei Steckdosen und dann haben wir noch eine Minibar. Das ist nämlich hier bei der Junior Suite und bei der Suite enthalten im Preis. Gucken wir mal, was da so drin ist. Also wir haben aktuell 4 Flaschen Wasser, 4 Flaschen Bier, 2 Säfte und 2 Softdrinks enthalten. Wenn man jetzt Cola nicht mag oder so, kann man es bestimmt auch austauschen lassen. Da müsste man dann mal fragen. Es ist auch Roomservice enthalten hier und Butler-Service. Also ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Machen wir mal weiter hier mit dem Ankleidebereich. Der ist auch erstaunlich groß. Wir haben 3 große Schränke. Schauen wir mal rein. Ablageflächen, ich denke mal, man sieht es mit der Kamera, jede Menge vorhanden. Auch hier nochmal mit Tresor, 2 Handtücher. Ja, das sollte euch bekannt vorkommen, ne? Von Hochseeschiffen, dieses Muster. Das ist übrigens an einigen Stellen auf diesem Schiff so, dass man sich öfter mal an AIDA erinnert. Hier auch nochmal Schränke vorhanden. Und dann schauen wir einmal in das große Bad. Hier habt ihr übrigens noch die Einstellmöglichkeiten für die Klimaanlage. Ja, und das sieht auch soweit sehr schön aus. Hier ein schöner Waschtisch vom Markenprodukt sogar, sehe ich gerade. Also das ist alles sehr schön verarbeitet. Hier unten gibt es dann noch 2 Bademäntel, 2 Badelatschen. Hier ist dann das WC mit Handtüchern und eine sehr schöne und große Dusche, wie ich finde. Also das sieht wirklich gut aus mit Regendusche auch. Also nicht schlecht für ein Flusskreuzfahrtschiff. Ich bin das erste Mal auf einem Flusskreuzfahrtschiff. Das hätte ich mir teilweise anders vorgestellt. Ja, das war der Kabinen- bzw. Suitenrundgang hier auf der Arosa Silva. Jetzt geht es gleich noch mal ein bisschen über Schiff. Da mache ich natürlich auch einige Videos für euch. Also schaut mal auf meinem Kanal vorbei. Und dann bis bald, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.